Ja, mal, ich bugge hier, ich bugge hier. Das ist nicht schön. Mal kurz hier rauslegen, so. Kurz schauen, ob hier Monster sind. Okay, keine. Sehr schön. Moment mal, wir haben ja hier auch Wasser. Und wir haben hier auch ein bisschen Fläche, um Zuckerrohr anzupflanzen. Sehr schön. Nicht viel. Aber eben immerhin etwas. Da drüben wäre auch noch ein ganz kleiner Platz, aber. Oder haben wir auch Erde dabei? Wir haben keine Erde dabei. Shit. Dann schwimmen wir mal kurz da hinten hin. Boah, sieht das unter Wasser episch aus. Sieht das episch aus. Boah, geil. Ich liebe Shader. Ich erwähne es immer wieder. So. Pflanzen wir hier noch ein bisschen Zuckerrohr hin. Nur für unsere Donuts. Dass wir einen Stack zusammenkriegen und noch mal ein bisschen was übrig bleibt, dass wir dann später noch mal was anpflanzen können, natürlich. Dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir da was angepflanzt haben. Okay, jetzt geht's weiter mit unserem Schiff. Erstmal hier was essen. Hier stellt eine Hungerskeule wieder her. Ist nicht viel, aber dafür kriegen wir danach die Donuts. Jetzt hätte ich im Real Life auch richtig dolle Bock auf einen Donut. Boah. Aber leider besteht momentan gerade keine Möglichkeit, einen Donut zu essen, weil es ist in der Nacht. So, Creeper, ich sehe dich da. So, der hat keine Chance. Noch ein Creeper, noch ein Creeper. Noch zwei Creeper. Lieber aus der Distanz angreifen. Der haut schon ab, der rennt. Hat es aber nicht geschafft. Okay, nun sind wir hier dabei. Da fehlt noch ein bisschen was an Holz vorne. Haben wir generell Truppenholz mit dabei? Nein, aber noch ein paar Setzlinge. Dann holen wir erstmal generell ein paar Truppenholzstämme. Nein, 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 nein. So. Da hinten sind noch paar Blätter. Vielleicht auch ein paar Setzlinge schon nochmal runtergekommen. Ja, mindestens einer. Ne, noch ein paar mehr. Also das ist dann eine Fliege. Oder ein Glühwürmchen und war das, glaube ich, sogar. Okay, dann lasse ich das hier mal alles runterkommen. Und ich pflanze dort hinten nochmal einen Truppenbaum an, den wir auch gleich wieder abholzen werden. Dann haben wir ein bisschen Holz. Ich hoffe mal, das wird ein großer Baum. Denn wir brauchen eigentlich noch eine Menge Holz und ich habe jetzt nicht so die Lust, ständig hier wieder zurückzukommen. Ah, es hätte besser werden können, aber es hätte auch schlimmer werden können. Holen wir mal das ganze Holz hier runter. Wie viel kriegen wir da raus? Anderthalb Stacks. Okay, es geht. Es geht. Also ich bin doch zufrieden. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Weil es hätte uns schlimmer treffen können. So, was er sagt. Boah, da steht wieder ein scheiß Skelett. Und da unten ein scheiß Creeper. Scheiß Monster, ey. Was ist denn da? Das ist noch ein Creeper, läuft mit dem Hut auf. Kurz die Mobs alle entfernen. Ich lasse irgendwie doch nochmal ein Creeper um die Ecke kommt. Da kommt noch ein Zombie an. Läuft denn da hinten noch herum? Zwei Skelette. Das spawnte gerade ein Zombie spawnt. Aber ich gehe einfach mal hier runter ins Gemetzel. Ach, da war noch jemand. Oder? Hä? Ist da gerade schon? Ich weiß es nicht. So. Hier mal ein bisschen was weg. Schmeißen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Ich habe die Hacke mitgenommen. Cheat. Wir haben ja hier noch zwei Stämme anzumachen. So. Irgendwas stimmt da nicht. Fusch am Bau, glaube. Ja, doch, Fusch am Bau. So sieht's doch besser aus. Gut. Jetzt kommen wir zum Rumpf hinten. Was ist das da? Das ist ein Skelett.
Da ist nochmal ein Skorpion, der lässt mich hoffentlich. Und da sind nochmal zwei Skelette, die ich schnell mal im Bogenduell besiegen werde. 2 gegen 1 und ihr schafft es trotzdem nicht. Ich hätte sie wieder. Ja gut, hier Knochen kann ich zu Knochenmehl verarbeiten. Der Rumpf, das wird jetzt schwierig. Einerseits habe ich nur begrenzt Platz hier. Nur das Schiff ist momentan noch nicht in dem Zustand, dass wir es rausfahren können. Das dauert noch. Das Schiff können wir erst rausfahren, wenn generell der Rumpf und das Deck fertig ist. Auch generell der Boden eingezimmert ist. Erst dann können wir das rausfahren. Darum müssen wir erstmal schauen, wie wir jetzt hier vorgehen werden. Ich werde erstmal, das ist ja hier die Mitte. Hier mal so ein bisschen nach vorne strecken, obwohl macht eigentlich eher weniger Sinn. Aber ich hasse, das ist wirklich das Schlimmste beim Schiffbau, finde ich. Da weiß ich nie, was ich machen soll. So, machen wir mal hier ein paar Hilfsbretter hin. Mein Minecraft-Charakter geht gerade automatisch nach vorne. Ich drücke nichts. Ja, moin. So, geht wieder. So, hier mache ich auch mal ein paar Hilfsbretter hin. Hier möchte ich schon mal. So. Wohl. Doch, doch, das kann man, denke ich mal, trotzdem machen, oder? Da muss ich mich jetzt auch erstmal so ein bisschen noch reinfinden. Das Problem ist, das muss ja hier so ein bisschen gewölbt sein. Vielleicht wäre es dann ganz klug, dass wir nicht unten anfangen, sondern vielleicht oben anfangen. Das wäre vielleicht eine Idee. Also bedeutet hier so anfangen. Leider habe ich keine Erde dabei. Aber ich habe Kobbel dabei, bedeutet, somit kann ich das besser unterscheiden. Nein, hier habe ich keinen Kobbel drin. Habe ich hier zufällig noch Erde? Nee. Hier, Kobbel. 13 Stück sind das zwar nur. Aber somit kann ich das wenigstens unterscheiden. Holz und nicht Holz. Oder besser gesagt, das, was mir jetzt als Hilfe dient. Weil die Bretter und die Stämme sehen halt fast so ähnlich aus. Da kann man kaum was machen. So, Alter, es geht sogar noch eins weiter nach oben. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Es wird dunkel. Aber diesmal hat die Sonne nicht so geblendet. Warum das denn eigentlich jetzt so? Oder täusche ich mich da? Aber ich täusche mich da nicht. Wo ist mein Bett? Da ist es. Gehen wir mal kurz schlafen. Dafür haben wir das Bett dabei, brauchen wir nicht jedes Mal zurückgehen. Ne, es blendet dieses Mal nicht so. Keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt einen anderen Shader drin. Eigentlich ist das immer noch der Continuum Shader. Doch jetzt fängt es an zu blenden, aber vielleicht auch, weil wir einfach hier vorne sind. Kann natürlich auch sein. So. Und dort. Scheiß Feen, ey, hier. Bauen wir uns mal kurz hier hoch. Mich noch eins weiter nach hinten haben. Ich könnte natürlich hier auch mit einem Jetpack arbeiten oder mit einer Fliege, dass ich fliegen kann. Aber es sieht dann wieder so ein bisschen scheiße hier aus. So, da ist ja schon mal ein Kabel dran, da mache ich noch eins dran. So. Dann meinetwegen hier auch nochmal. Schritt für Schritt. Alles hier machen. Derweil kann ich mal kurz nach oben schauen und schauen, ob hier ein paar Sätze gedroppt sind. Sind ja inzwischen schon einige Minuten vergangen. Wo die jetzt hier despawnen. Gruppenholz-Sätzlinge sind halt sehr, sehr wertvoll. Und ich habe jetzt hier schon ordentlich Plus gemacht. Also ich bin mit 4 Sätzlingen bin ich hier gestartet. Jetzt haben wir 23. So, irgendein Mob gespawnt? Nee. Gut. Kann man das so bisher machen? Erstmal ja. Dasselbe machen wir auch nochmal auf der anderen Seite.
Jetpack brauche ich jetzt hier nicht. Selber auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn ich das nächste Mal beim Lager bin, kann ich ja mal dran denken, irgendwie Erde oder nochmal ein bisschen Kobbel mitzunehmen. Und bauen hier. So, hier dann auch nochmal zwei Stück dran. Dann ist das erstmal auf beiden Seiten gleich. Ob ich das da unten so belasse, das weiß ich noch nicht. Erstmal was essen und anschauen. So, ach so, unten muss ich noch. Aber Moment mal. Da ist irgendwas faul. Baufehler? Fragezeichen. Da ist nur ein Stamm und hier sind zwei Stämme. Hä? Ach so. Ja, natürlich. Kein Baufehler, nur ein Guckfehler. So wie ich sehen. Ich hab mich da verguckt. Ich dachte nämlich gerade, dass hier, dass der hier zwei breit sein muss. Aber nein. Puh, Glück gehabt. Ich hatte gerade schon so ein bisschen Angst bekommen, dass ich die ganze Hälfte hier nochmal abbauen muss. Boah, das wäre was geworden. Darauf hätte ich gar keinen Bock gehabt. Gar kein Bock. So, machen wir mal so weiter, wie es bisher angefangen ist. Machen wir hier auch nochmal das dahin. Moment mal, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Warum fängt? Ach, ich habe ja da die Dinge. Machen wir die da unten nochmal weg. Kurz das alles einsammeln hier, genau. So. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt wird sein. Nochmal dasselbe. Allerdings. Vielleicht nur ein Block jetzt in die Tiefe reingehen. Das weiß ich aber noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Generell, am Ende müssen wir sowieso das Endresultat mal von allen Seiten anschauen, ob man das so machen kann. Ob das wirklich dann wie ein hinteres Teil des Schiffes aussieht. Weil ich habe ja das schon gesagt, ich bin in Schiffe bauen nicht gerade gut. Und ich mache das jetzt hier ohne eine Vorlage. Ich habe hier mir vorher kein Schiff in Minecraft angeschaut. Kein echtes Schiff. Ich mache das jetzt einfach reiner Schnauze. Und dementsprechend ist halt so ein bisschen das schwierig zu managen. Bisschen sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Spinne, was willst du hier? Das war wohl jetzt nix, außer dass du mich hier runtergehauen hast. Das fand ich eher weniger schön. So, hier und da, dann habe ich hier auch nochmal, upsala, und okay, hier kommt sowieso auch nochmal ein Kobbel hin. Kann ich ja das hier oben schon mal wegmachen. Wir arbeiten halt nur mit wenig Kobbel hier. So, die ganze Seite hier. So, perfekt. Haben wir ein Problem? Moment. Das Problem ist gleich gelöst. Ich habe hier nämlich ein bisschen zu viel Kobbel angewendet. Da vorne ist nämlich auch noch ein bisschen was. Oh, ein Königsschleim ist hier in der Nähe. Wahrscheinlich da draußen irgendwo. Ja, ich sehe den auf der Karte. Der ist da auf dem Strich zwischen unserem derzeitigen Standort und dem Nordpunkt. So. Dann hier noch. Zack ich nach oben und dann hier der Rest noch. Ich brauche halt wieder Truppenholz. Geht mir wieder alles alle. Was ich mir auch so jetzt schon die Frage gestellt habe, wie wird es dann sein, wenn wir das ganze Deck so ein bisschen nach oben ziehen? So eine, man hat ja am Ende dann so eine gerade Fläche hinten. Ob das auch so rum sein soll oder ob wir dann die Stämme mal andersrum machen? Das weiß ich auch noch nicht.
Aber ich denke, wir machen das dann andersrum. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Es gibt hier auch jetzt eine bessere Rundung. Gehen wir nochmal eins nach oben und machen dasselbe, was wir gerade gemacht haben, nochmal ein letztes Mal. Dieser Block war jetzt nicht geplant. Ups, da war ich jetzt ganz runter. Ein Glück haben wir Nano-Rüstung an. Oh, hier im Shader die Kanten zu sehen, das ist trotzdem nicht ganz so einfach. So, kann ich das nämlich wieder abbauen? Ihr könnt natürlich auch Verbesserungsvorschläge oder generell Ideen einmal bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde die dann auch dementsprechend umsetzen. Da ich ja sowieso dann eine Woche weg bin, sollte das auch relativ aktuell sein. Ich werde, wie gesagt, nach dieser Aufnahmesession noch eine Aufnahmesession machen. Und danach wird das wieder aktuell sein.